Was geht YouTube und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf dem Kanal Scorpion Plays. Es gibt so viel zu berichten, es gibt eine neue Waffe in BO3 und Leute, Haptic hatte recht vom ersten Tag, Black Ops 4, er hat sogar das Logo erraten. Jam, wie hast du das gemacht, Alter? Black Ops 4 wird das neue Call of Duty 2018 und es kommt schon im fucking Oktober raus, im Oktober. Ich werde wahrscheinlich sowieso wieder aufs Community Reveal Event eingeladen. Das heißt, ihr werdet von mir die ersten Infos auch bekommen, wie das Spiel so ist. Und Leute, ich freue mich so hart. Ich finde, Massi hat das in seinem Video sehr schön erklärt. Fortnite ist schön und gut und so. Aber Leute, oha, hier ist sogar die BO4 Calling Card. Fortnite ist schön und gut, alles klar. Aber nichts kommt an den Spaß bei COD ran. Und Black Ops 4, was die meisten Quellen gesagt haben, soll so ähnlich werden wie Black Ops 2, Leute. Wie krass ist das? Falls ihr euch fragt, warum ich jetzt auf diesem Account hier online bin, das werdet ihr gleich erfahren. Und zwar hoffe ich mal, wenn ich jetzt hier schaue, dass es dann auch wirklich stimmt, was der Kollege gesagt hat. Ja, er hat nämlich die neue Waffe. Also, Props gehen raus hier an den Kollegen Violet Prince. Der hat nämlich wirklich nicht gelabert und er hat die XPR. Schreibt ihm eine nette PN. Und ja, wir haben noch keine Aussätze am Start. Das bedeutet, Leute, wie krass ist das eigentlich? Ey, ohne Scheiß jetzt mal, wie heftig ist das? Ich weiß, wie ihr es macht. Ich mache immer einen Ton aus hier von der Musik, Alter. Zum Snipen müsste Redwood Snow ja eigentlich sehr gut passen, Leute. Deswegen snipen wir jetzt ja, wie gesagt, weil ich halt den Account habe. Boah, Alter, Golden Tempest, das sieht so geil aus, Leute. Leute, wenn das Spiel wirklich wird wie BO2. BO2 war der Anfang der Ära, der Anfang von allem. Ich habe mich von BO2 damals, falls es noch jemand weiß, bevor Ghosts kam, in 3 Videos verabschiedet, weil ich damals schon wusste, wie krass es ist. Normalerweise ist es ja so, man weiß immer erst irgendwann später Sachen zu schätzen, die einem so wichtig waren. Aber bei BO2 wusste jeder währenddessen, und der Controller Sound so an, währenddessen, davor und danach wusste jeder, wie wichtig dieses Spiel für alles war. Für YouTube, für die Gaming-Szene allgemein, für Call of Duty, Black Ops 2 war ein krankes Jahr. Und deswegen freue ich mich so extrem, dass wieder ein Black Ops 2 kommt. David Wonder hat uns fast noch nie enttäuscht, Leute. Es ist wirklich unglaublich. Und dadurch habe ich natürlich jetzt auch wieder viel mehr Bock auf COD-Content bekommen, weil eben logischerweise, ja, das nächste COD einfach Black Ops fucking 4 wird. Habe ich natürlich jetzt auch mehr Bock, generell weiter bei COD zu bleiben, um euch noch weiter darauf vorzubereiten, dass der Hase halt weitergehen muss. Es wird natürlich weiterhin COD-Content kommen für alle, die Angst haben. Oh Gott, Leute, also mit dieser Waffe erstmal klarzukommen, das wird erstmal ganz harter Hase, Alter. Es gibt so viel, über das wir uns freuen können heute. Let's go. Ah, okay. Ich muss sagen, die XPR war zwar nie meine Favorite-Waffe, aber für mich ist das auch ein kleiner Hinweis irgendwie, dass, weil sie aus BO2 kommt, dass das nächste Spiel BO2 ähneln wird. Die machen ja sowieso immer alles als Easter Egg. Es gibt eigentlich keine Zufälle bei Treyarch. Es gibt keine Zufälle, Leute. Es ist alles immer so gewollt. Zack. Okay, man kann damit schon heftige One-Shots auch verteilen. 2 One-Shots hintereinander. Eieiei. Also ich muss zu der Waffe direkt sagen, es wird auf jeden Fall nicht meine Lieblingswaffe. Und ich will jetzt auch nicht schreiben, die neue Waffe ist Ultra oder so, wie das früher immer war. Oder sie ist ein Laser, ist ja mein Lieblingstitel. Let's go. Aber man kann teilweise schon nice Sachen damit machen, ne? Also ich habe jetzt jeden Schuss, war jetzt bis jetzt ein One-Shot. Zack, jetzt kommt erstmal die Action, wo man auch mal eine Streak erreichen kann. Leute, beim Tempest macht mir keiner was vor. Ihr wisst doch, Mr. Tempest ist back. Nein! Ey, Teammates, ihr seid doch alle da, Mann! Oh, Leute, wisst ihr, was ich richtig geil auch finden würde? Wenn Fortnite einen Ego-Shooter-Modus wirklich bekommen würde. Es gab da ja schon so ein paar Screenshots, aber das war ja alles noch nicht real. Aber wie krass wäre das bitte? Na komm, Digga. Zack. Du auch? Oh mein Gott, ey, so bockt das schon, Alter, in solchen Situationen, Mann. Leute, das Allerheftigste wäre natürlich, wenn jetzt noch weitere neue Waffen kommen. Zum Beispiel. Ja, ich will nicht sagen, aber ich glaube, die wären schon schlau, wenn die jetzt einen Scar reinpatchen würden. Alleine, weil dann das Marcel Scorpion passende View dazu kommt. Ich glaube, das wäre richtig geil, Alter. Es wird einfach für Content so viele verschiedene Möglichkeiten geben dadurch. Und da freue ich mich einfach natürlich als YouTuber mit am meisten drüber. Einfach so viele Sachen, die man nochmal gucken kann. Irgendwie Road to Black Ops 4 eine Serie. Schreibt auf jeden Fall mal eure Gedanken dazu, was ihr da vielleicht gerne sehen würdet, in die Kommentare. Da bin ich auf jeden Fall mal auf eure Einflüsse, die ihr mir so gebt, gespannt. 100er Prezi auf jeden Fall am Start, Alter. Zack, nein, lächerlich. Komm, das ist mein Kill, zack. Ich war ja nie so der prädestinierte Übersniper. Aber hin und wieder gab es auch gute Sniper-Runden. Zum Beispiel erinnere ich mich irgendwie immer an diese eine Fringe-Runde, die ich mal im Stream hatte, keine Ahnung. Okay, jetzt muss ich mit der Cup spielen, Alter. Bester Sniper EU West. Am besten kommt noch die Scar, dann kommt noch die MP7, die ja ungefähr schon vor 700 Jahren in dem Spiel gefunden wurde. Hm, juckt ihn nicht. Jetzt einfach überlebt. Zack. Gut nach. Na komm, zeig dein Köpfchen. Zeig den Köpfchen, Tanz. Dudum, 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 dudum. Ja, war klar. Ah, schade, Leute. Ich habe wieder mal das absolute Tryharder-Gegner-Team. Wie die schon wieder schwitzen, ist echt nicht mehr lustig, ey. Ich finde auch geil, wie jetzt über die ganze Community wieder so gemeinsam gehypt ist irgendwie. Ich feiere das mega. Attacke.
Zack. Hier kommen die safe, oder? Jawohl. Okay, dafür ist die Waffe auch gut, wenn man den ersten Schuss mal nur einen Hitmarker gibt, aber... Dann ist natürlich die Frage, was war zuerst da, das Huhn oder das Ei? Der Hitmarker oder die Waffe, die es ausgleicht? Ich werde hier doch nicht so gespawntrapped, Junge! Ich spawn schon wieder hier! Wenn die ersten Trailer kommen für BO4, ich glaube wirklich, dass mir da was... Dann geht mir, glaube ich, einer ab. Also das Black Ops 3 mit Jetpacks war einem Anfang ja so ein bisschen, weil AW war ja nicht so das ultimativ beliebteste Spiel, hat einen ja schon so ein bisschen gelähmt, so in der Freude. Aber jetzt... Wenn es Bulls on the Ground Black Ops wird, habt ihr schon mal solche Freude empfunden? Wo wir schon beim Thema sind, Leute, da passt doch hier die AN auch ganz gut, würde ich sagen. Hat der Schaft drauf? Keine Ahnung, ich glaube schon. Also ich glaube, das passt doch ganz gut und das war riskant und ich habe es trotzdem geschafft. Okay, jetzt geht's los, Leute. Jetzt bin ich nicht mehr gelähmt mit der anderen Waffe. Was heißt gelähmt? Es macht schon Spaß, damit zu spielen, aber es ist schon ganz schön schwierig, da mithalten zu können mit dieser anderen... Nein, ich glaub's nicht, du freches Schwein. Spawnen die hier? Bestimmt, oder? Ne, wir spawnen da. Okay, das heißt, die kommen jetzt weiter von vorne oder von links. Da haben wir noch einen. Zack. Oh, ist das schön, damit zu spielen, Leute. Ich will, hier kommen noch mehr. Na klar. Noch mehr. Werden noch mehr kommen. Ich kann einfach hier headglitchen. What the fuck, wurde der Typ geschlachtet? Das war nice. Danke dafür. Ah, da hätte ich einen Quadfeed machen können. Schade. Egal, einfach weiter hier stehen bleiben. Oh mein Gott. Das war sowas von meinem Kill, Alter. Okay, da kommt erstmal der Blitzschlag jetzt hin. Ja, schön. Ja, Digga. Jawohl. Boah, Leute, die Runde läuft ja schon mal richtig stabil. Guck mal, wie schlecht der war, Alter. Beste, Mann. Oh mein Gott, ja, jawohl. Komm, steck sie alle an. Ja, Digga. Oh, war das schön. Schon mal 14er KD innerhalb von ein paar Sekunden. Beste. Boah, ich habe so Bock auf COD-Content weiterhin, ne? Ihr könnt euch das nicht vorstellen. Und den hole ich mir jetzt auch erstmal. Na komm, spawn. Links, rechts. Oh mein Gott, wie viel Assists, Digga. Oh Gott. Nein, und der allererste hat das Glück, Digga. Zack. Sind die alle auf dem Steg hier. Oh, ist das geil zu headglitchen mit Orbi. Orbi muss natürlich auch wieder am nächsten COD dabei sein. Ganz klare Geschichte. Okay, wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like dafür. Da würde ich mich drüber freuen. Danke nochmal an Violet Prince für den Account. Checkt die letzten Videos gerne ab, wenn ihr das wollt. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.